Hallo Doktor, ich bin krank. Meine Mama kümmert sich nicht so gut um mich. Entschuldigung? Mir ist langweilig! Ja, ich bring dich schon zum Spielplatz. Trink jetzt bitte deinen Kaffee. Hat die dich gerade umgefahren? Hey Leute! Was geht? Mama Danja hier mit... Mit Baby Kahn. Baby Kahn. Ja, ich bin ein bisschen müde heute. Oh je, das glaube ich dir. Mhm. Also, aber ich habe gehört, es gibt eine tolle Überraschung heute. Was ist es denn, Mama Danja? Das will ich dir eigentlich noch nicht sagen. Okay. Aber du hast gesagt, es gibt eine Überraschung heute. Es gibt heute eine Überraschung. Eine ziemlich, ziemlich coole Überraschung. Okay, da bin ich jetzt mal gespannt. Bekomme ich ein neues Zimmer? Bekomme ich eine Playstation? Bekomme ich einen Whirlpool? Bekomme ich einen Pool? Nein. Bist du dann sicher, dass es eine Überraschung ist? Ich glaube dann nicht, dass es eine Überraschung ist. Es ist eine Überraschung. Ich würde aber erstmal schnell... Du musst mir nur eins versprechen. Ja, du musst heute in die Schule gehen. Jetzt schon oder erst, wenn es mir gesagt wird? Erst, wenn dir gesagt wird, du musst in die Schule gehen. Okay. Und dann gehst du dort aber auch hin. Du bist auch gar nicht bei uns zu Hause. Das stimmt. Ich weiß gar nicht, wo du gerade bist eigentlich. Oh, ich glaube, ich weiß, was du vorhast, Mama. Was hast du vor? Ich glaube, du möchtest eine Poolparty für mich veranstalten. Ist das so? Ist das so? Du findest einfach alles raus. Ich bin so gut, ne? Ich bin so richtig gut. Ich bin einfach nur klasse. Ja, es ist so, wie es ist, ne? Ich bin einfach nur klasse. Wo bist du? Was? Wo bist du? Ich bin jetzt auf dem Weg, mir was zu trinken zu holen. Warum fragst du mich denn nicht? Ich hätte dir doch auch was geben können. Nein, aber du hast ja gesagt, also du warst ja gerade nicht da, deswegen dachte ich, okay, du organisierst was und ich gehe jetzt alleine kurz, okay? Okay. Ich bin ja jetzt kein so heftiges Baby mehr. Okay? Okay. Danke. Darf ich vor der Schule auch noch zum Spielplatz? Ja, darfst du. Aber du müsstest erstmal kurz zu mir kommen. Wo bist du denn? Ich komm gerade zur Adoptionsinsel. Okay, ich trinke noch meinen Tee aus und dann... So. So. Das müssen wir erstmal hier. Wir müssen wieder die Familienverhältnisse klären. Ja, Entschuldigung. Dass du dann auch schnell zu mir kannst, wenn irgendwas ist, ne? So, wo geht's hin? Sehr gut. Ja, wir schauen mal. Du, mir wurde gesagt, es gibt hier einen Lebensmittelshop. Und ich bin anscheinend... Oh. Seit Ewigkeiten zu blöd, den zu finden. Ich bin dafür, dass wir den jetzt zusammen mal finden. Okay. Hast du eine Idee, wo der sein könnte? Schule? Ist es hier das Blaue? Das Rote? Vielleicht? Aber da ist doch eigentlich... Nee, hier gibt es doch nur Haustiere und Babys. Mir geht's auch nicht so gut, um ehrlich zu sein. Oh, könntest du musst... Mich erst kurz ins Krankenhaus bringen? Bitte. Aber klar doch. Ach. Warum wirst du denn immer krank? Weil ich ein Baby bin. Hallo, das ist meine Aufgabe. Hallo. Ja, ich bin krank. Hallo Doktor, ich bin krank. Meine Mama kümmert sich nicht so gut um mich. Entschuldigung? Ja, falls Sie noch ein Kind suchen, ne? Wir können da auch gerne was einen Preis ausmachen oder so. Bist du dir sicher? Für eine Playstation oder so. Nein, das war nur Spaß. Hallo, ich wollte dir nur ein bisschen Angst machen. Damit meine Überraschung so richtig cool wird heute. Weißt du? Tschüss! So, jetzt sag schon. Wir gehen jetzt erstmal noch zum Spielplatz. Ich will, dass du heute den allerschönsten Tag in deinem Babyleben hast. Aber wo ist denn jetzt der Lebensmittelladen? Ich habe absolut keine Ahnung. Wirklich nicht. Ja gut, dann will ich zum Spielplatz. Das Schiff wird es ja nicht sein, oder? Nein. Ich glaube, das ist was für die Haustiere. Ja, stimmt. Oh, hier gibt's Accessoires für Haustiere. Mir ist langweilig! Ja, ich bring dich schon zum Spielplatz. Los jetzt. Ja. Ich will trotzdem wissen, wo dieser Lebensmittelladen ist. Das macht mich ja wahnsinnig. Nein, obwohl, der beim Spielplatz könnte es vielleicht sein. Guck, ich stelle sogar sicher, dass du nicht nass wirst. Danke, aber du... Oh, jetzt bin ich doch nass geworden! Ja, da kann ich nichts für. Alles deine komm Schuld! Her, warte. Ja, komm hier.
Komm her. Was ist denn das hier? Komm. Nein, ich möchte jetzt alleine. Kann. Nein. Willst du heute oder willst du heute keine Überraschung? Ich will eine Überraschung. Oh, ich bin hier in einem Wunderwald. Wie? Och, Mann. Du musst, hey! Na, du musst zum Spielplatz, um dort Spaß zu haben. Ja, gut. Muss ich eigentlich noch zur Schule heute? Ja. Okay. So, jetzt spielen gehen, bitte. So, ich mache eine Obi. Und solange du hier auf dem Spielplatzgelände bleibst. Ja, ich glaube schon, oder? Ist das für mich absolut in Ordnung? Ich weiß es nicht. Nein, ich glaube... Oh nein. Nein, ich muss auf den Spielplatz zurück, Entschuldigung. Mhm. Ja, ist in Ordnung, Mama. Irgendwann machst du noch deine Obi. Wollen wir vielleicht wippen? Ja! Komm her, wir wippen. Nicht so schnell! Ich mach gar nichts. Hä, machst du das? Ich glaub, drück mal was. Ah, ich habe verstanden, wie. Wahrscheinlich mit W und S, oder? Ja. Ja, so einfach kann das sein. Okay, jetzt reicht es aber hier auf dem Spielplatz. Ja, das stimmt. Wo ist meine Überraschung? Nach der Schule heute. Aber die Schule hat noch nicht angefangen. Ich will meine Überraschung. Ich möchte meinen Pool endlich sehen. Ja, das ist manchmal so. Wir suchen jetzt mal weiter nach diesem Lebensmittelladen. Ja, dann mach das. So lange, bis du in die Schule möchtest. Ah, jetzt hast du schon wieder Durst. Immer nein, ich brauch... Oh. Was denn? So. Huch. Ja, warte. Ach, deine Biene war das. Kahn, bleib stehen! Trink jetzt bitte deinen Tee. Hat die dich gerade umgefahren? Ja! Und dir ist es gar nicht aufgefallen! Entschuldigen Sie mal, Sie können nicht einfach mein Kind umfahren! Sagen Sie mal, haben Sie ein? Was ist denn hier los? Nein, der klaue ich das Ei. Glaub's ja wohl. Nein, das macht man nicht. Okay, mir geht's wieder besser. Mir geht's wieder besser. Mama Dania, los, geht's ich will meine gut? Überraschung. Geht's dir gut? Ja, mir geht's super. Mir würde es noch besser gehen, wenn ich jetzt meine Überraschung bekomme. Kahn, ich kenne dich mittlerweile schon ein bisschen. Das ist jetzt hier schon wieder nur Mitleidhaschen. Hm? Du kriegst deine Überraschung, wenn du in der Schule warst. Das haben wir schon geklärt. Ich gehe jetzt freiwillig in die Schule. Ob die mich rufen oder nicht. Ich mache jetzt so Überstunden in der Schule. Mhm. Ich bereite jetzt schon mal alles vor. Ja. Hallo! Ich fahre so, die Leute ja auch um. So, ich bereite jetzt mein. Ich bereite jetzt mein Referat vor. Das machst du gut. Ich gehe jetzt in der Zwischenzeit nach Hause und bereite die Überraschung vor. Wie läuft's in der Schule? Ja, ist okay, aber ich bin müde, ich muss schlafen. Das war jetzt zu viel. Du sag mal, Baby Kahn. Ja. Jetzt mal angenommen, also wenn du jetzt entscheiden könntest, nur rein hypothetisch. Ob ich einen Pool habe oder einen Whirlpool, dann würde ich sagen Pool. Nee, aber so, wie, also magst du Baumhäuser? Natürlich, ich bin ein Baby, natürlich liebe ich Baumhäuser. Also was ist das denn für eine Frage? Was findest du besser, so ein Baumhaus oder so ein Anwesen? Was ist denn ein Anwesen? Ein großes Haus. Oh, noch größer als das von mir? Hm. Wenn da ein Pool ist, ja. Das weiß ich nicht. Ja, okay. Ich hätte nichts dagegen, wenn da ein Pool ist. Machst du etwa... Nein. Du hast doch nicht genügend Geld. Du kannst doch kein Haus kaufen, oder? Hm, wer weiß das schon. Also ich gehe jetzt schlafen mit... meiner Biene. Okay. Ja, das machst du gut. Hm. Und dann morgen früh gibt's ja vielleicht eine Überraschung für mich. Vielleicht. So, gute Nacht. Gute Nacht. Kann man die sich eigentlich nur angucken? Okay, was meint ihr?
Guten Morgen! Guten Morgen! Wo bist du denn und wo ist jetzt meine Überraschung? Hallo, den ganzen Tag schon. Ja. Gib gleich. Wo ist meine Überraschung? Wo soll ich hinkommen? Für meine Überraschung. Hallo, warte, Mama warte, Danja. Warte. Mama Danja, wo bist du? Also. Wo hast du dich versteckt? Du könntest ja mal... Was ist denn deine Lieblingsfarbe, Babykahn? Weiß ich nicht. Deine allerliebste... Ich stelle so komische Fragen. Was ist denn deine allerliebste Lieblingsfarbe auf der Welt? Weiß ich nicht, ich kann dir das nicht beantworten. Du stellst so komische Fragen, ich möchte das nicht sagen. Erst wenn du mir sagst, was die Überraschung ist. Dunkelblau? Kann sein, weiß ich nicht. Ja. Weiß ich nicht! Babykahn, wir haben ja zwei Häuser. Ich mag alle Farben. Wir haben ich mag zwei, alle. Ja, wir haben noch zwei Häuser. Ich mag alle Farben. Kannst du mal in das Haus kommen, in dem ich immer aufwache morgens? Ja, aber das kann ich ja nicht sehen. Warum? Du kannst mir doch hinterherkommen. Nein, kann ich nicht. Nicht? Doch, nein. Du kannst. Geh mal auf Familie. Ist das dein Haus? Das ist unser Haus! Was? Ja. Wie? Oh, wo ist mein Zimmer? Welches du haben möchtest, ist dein. Bekomme ich hier mein eigenes Zimmer? Ja. Oh, die Tapete ist richtig cool. Gefällt's dir? Ja! Cool, ne? Oh Mann! Das ist weißt du was? Unser eigenes Anwesen. So, oh cool, jetzt. Oh, wir haben sogar einen Tresor. Jetzt gehe ich sogar gerne in die Schule. Weißt du was? Ich gehe jetzt in die Schule und dann freue ich mich, wenn ich wieder nach Hause komme. Das freut mich. Weil wir haben ein neues Haus und ich habe mein eigenes Zimmer. Es wurde auch Zeit. Kann ich das beim nächsten Mal vielleicht dann auch einrichten, wie ich es möchte? Natürlich kannst du das. Ja! Freust du dich? Weil ich kann jetzt endlich, kann ich mein Zimmer so einrichten, wie ich möchte und ich muss nicht, weißt du, sonst musstest du mich immer kontrollieren, wenn ich schlafen gehe, aber jetzt habe ich mein eigenes Zimmer. Ja, das ist ja auch, also, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, du hast dir das ja auch mal verdient. Ja, das stimmt. Das ich war ein braves, freundliches Baby. Mit einer nervigen Mama. Das habe ich jetzt nicht laut gesagt. Deine nervige Mama hat gerade was gemacht? Ein Haus gekauft. Das wurde aber auch mal Zeit. So, ich bin jetzt in der Schule. Ich habe nur 4 Stunden heute, okay? Dann komme ich direkt nach Hause. Ja. Was ist denn hier los? Ich glaube, die haben den PC, haben die, glaube ich, kaputt gemacht. Ich war das nicht. So, ich stelle jetzt kurz mein Referat vor. Ja, wenn du dann damit fertig sein solltest, kannst du ja dann auch gerne mal nach Hause kommen. Und dann? Naja, weil du hattest ja noch so einen Wunsch. So einen prinzipiellen Wunsch. Ein Pool? Was hast du gesagt, wenn du dich entscheiden könntest zwischen? Whirlpool und Pool würde ich Pool sagen. Oh Mist, ich dachte, du hast Whirlpool gesagt. ist nicht schlimm. Wenn wir Whirlpool haben, ist das auch gut. Ja, ist auch okay. Warte, du sagst, wir haben jetzt aber nicht wirklich, du veräppelst mich doch. Oder wenn das jetzt ein Prank ist, dann gibt's, aber das kannst du nicht machen mit meinen Gefühlen so spielen. Mach ich nicht, es ist ein Pool. Oh, ich muss ganz schnell nach Hause. Ganz schnell. ganz schnell. Leute, ich muss hier vorbei. Danke, ich habe jetzt auch einen Whirlpool. Weißt du, dass ich mir den schon ganz lange wünsche? Ja, das weiß ich, aber ich musste erst mal ein bisschen Geld sparen. Ja, wurde auch mal Zeit, Mama Danja. Also ich möchte mich jetzt zwar nicht beschweren, aber es wurde Zeit. Aber ich freue mich. Ich freue mich so richtig. Familie Wolke hat einen Whirlpool und ein Endlich. Neues Haus. Endlich. So, für dein Zimmer noch irgendwelche Wünsche? Nein, ich möchte das doch selber einrichten, habe ich gesagt. Ach ja, du wolltest ja dein Zimmer. Entschuldigung. Ja, bitte. Tut mir leid. Ich komm jetzt nach Hause. Wo ist denn dein Haus? Da. Hier ist unser Haus. Ja. Wo ist denn der Whirlpool? Wo ist der Whirlpool? Wo ist der Whirlpool? Na, du wolltest hier... Ich würde hier sagen, hier machen wir so einen Poolraum. Oh, cool! Ja. Guck, und du kannst jetzt sogar... Du musst nicht mehr duschen gehen, sondern du kannst jetzt einfach in den Whirlpool super. Steigen.
Das gefällt mir. Also das hat mir heute richtig gut gefallen. Die Überraschung ist dir gelungen, Mama Danja. Das freut mich. Na, damit werde ich 1% glücklicher. 1%? Ich habe ein neues Haus gekauft mit einem Pool. Ja, gut, okay, 2%. Du kannst bei dem Pool sogar die Farbe ändern. Okay, 2,5%. Das reicht mir noch nicht. Wir haben ja noch einiges vor hier. Das stimmt wohl. Aber ich zeig dir jetzt, wie ich mich freue. Warte. So. Okay, reicht das? Ja, das ist schon wirklich viel Freude, was ich da sehe. Oh Mann. Und dann beim nächsten Mal gibt's dann, wie ich dann mein Zimmer auch einrichte, okay? Genau. Super. Hat mir Spaß gemacht. Mir auch. Ja, wenn es euch auch Spaß gemacht hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr das verfolgen wollt, wie wir unser Haus weiter einrichten, dann lasst am besten auch gleich ein Abo da. Und da würde ich sagen, Baby Khan, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss.